Besonderes herausnehmen wollte und gegen den Papst auch übergriffig wurde, ist er auf Seite des Papstes geblieben, musste dafür in die Verbannung und ist dann auch seinem Erbbesitz in Lambach verstorben. Der einzige Heilige, der aus der Diözese Linz stammt und hier begraben ist. Freuen wir uns für diesen Glaubenszeugen und lernen wir mehr und mehr dort, wo wir stehen, wo wir unser Erbe zu verteilen haben, dass wir vor allem dieses himmlische Erbe weitergeben, die Erkenntnis Gottes. Herr Jesus Christus, du bietest uns deine Freundschaft an. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du stehst uns bei in allen Nöten des Lebens. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du gibst uns die Gabe des Heiligen Geistes, wenn wir darum bitten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns, verlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, der heilige Bischof von Albaro ist uns durch sein Leben für die Kirche zum Vorbild geworden. Erhöre unser Gebet, da wir seinen Gedenktag feiern, und stärke der Kirche unserer Heimat die Treue im Glauben und den Mut zum Bekenntnis. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Er sagte: Der Herr sonderte den Stamm Levi aus, damit er die Lage des Bundes des Herrn trage, vor dem Herrn steht, vor ihm Dienst tue und in seinem Namen den Segen spreche. So geschieht es noch heute. Deshalb erhielt Levi nicht wie seine Brüder langen Anteil und Erbbesitz. Der Herr ist sein Erbbesitz, wie es der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Wort des lebendigen Gottes. Die ganze Macht des Feindes zu überwinden.
euch schaden können. So freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und der, der ist der Sohn, offenbart an ihm. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Christus, erhöre uns. Schenke deinen Heiligen Geist dort, wo
wo Menschen schwer krank sind, unter seelischen oder körperlichen Schmerzen leiden. Christus, erhöre uns. Schenke deinen Heiligen Geist dort, wo Menschen einen lieben Menschen verloren haben und Kraft brauchen. Christus, erhöre uns. Unseres Herrn Jesus Christus.
Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen unserer Priestern und Diakonen und allen, die zum Dienste der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in deinem Wort auf, wo sie die Schaffung von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich vor uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Frau Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Weg, dass wir dich rühren und preisen durch deinen Sohn Jesus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Liebe gehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allen Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und in deinem Geist. Gebt ihr das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung.
ganze Liebe Gottes erfahren. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt, spricht der Herr. Thank you.
jetzt diese Monate bei uns waren, als Nachbarn Freunde geworden sind und wir leider heute ganz überraschend verabschieden müssen, weil sie in anderen Quartieren Aufnahme finden und dort warten auf die Bearbeitung ihres Asylantrags. Da bitten wir Gottes Reich und Segen für sie. Der Herr sei mit euch. Gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Heilige Geist.